Willkommen zurück zum Pets Hotel Simulator. So, wir gehen wieder rein. Neuer Tag, neues Glück. So. So, unsere Angestellten kümmern sich ganz gut, denke ich. Schauen wir mal ein bisschen. Haben wir zu viele vielleicht doch? Ach, dir geht's gut. Da, die Hasis. Oh, wie süß. Hä? Achso, ich wollte gerade sagen, bewegen die sich synchron? Nö. Jetzt steht der hier nur rum, oder? Oder habe ich jetzt zu viel eingestellt? Verbessern. Dank des Upgrades wird die Ausstattung besser sein. 2000. Die Frage ist, bei wem fangen wir damit an? Können wir noch was verbessern? Wartet mal. Mit der Schildkröte auch? Ja. Das Tier wird mit dem Aufenthalt zufriedener sein. Mama. Ach, cool. Guckt mal. Toll. Achso, und das geht hier auch, ne? Wie viel Geld haben wir denn eigentlich? 4700. Gut, das ist 7400 so. Das sollten wir jetzt nicht permanent machen. Irgendwie. Geh mal in die Pause. Die setzen sich hier hin zur Pause, okay. Oakley, müssen wir noch Krallen schneiden? Das war doch ein Hund, ne? Ja. Das ist Oreo. Oakley müsste hier sein, ne? Jupp. Ja, da kommen wir mit. Gehen wir mal Krallen schneiden. Ist süß. Jetzt habe ich zu früh geklickert. Mitarbeiter ist müde. Okay. Ui. Das war grenzwertig. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir drüber kommen. Super, das haben wir auch gemacht. Können wir den mal baden? Achso, muss erst Hundeshampoo kaufen. Hundeshampoo. Wir waschen den Hund. Will ich mal ausprobieren. Ist der süß? So. Sieht schon witzig aus, ne? Und föhnen. Boah, ich will in echt so einen schnellen, so schnell den Hund waschen können, ja. Das ist ja, das ist total cool. Was ist hier drin? Ja.
Bei Oakley, ich muss mal gucken, was ist der denn? Wir haben ja auch Oakley, wo ist er denn? Da. Liebt Futter mit Hühnchen. Okay, mit Hühnchen. Ist hier gerade mein Mitarbeiter ist mal wieder schneller als ich. Ich habe das Gefühl, da wo ich jetzt so viele Mitarbeiter eingestellt habe, brauche ich gar nichts mehr machen groß, oder? Spielen. Bürsten. Achso, es funktioniert so gar nicht. Na doch. Oh. Das ist komisch, so zu streicheln. Katzenspielzeug kann man gar nicht, wa? Das sah jetzt sehr merkwürdig aus. Was machst du denn jetzt hier? Okay, hier ist auch einer. So, einen Miezekatzenplatz haben wir sogar noch. Nee. Müssen wir auch mal sauber machen, die Sachen, bevor neue kommen. Also irgendwie, glaube ich, habe ich doch zu viele Mitarbeiter eingestellt, oder? Nee, bei dir machen wir mal. Du musst Gassi, ne? Komm, ich nehme dich mit. Wir gehen raus. Also streicheln ist hier ein bisschen schwierig. Keinen größeren Garten? Nee. Ist ziemlich klein. Ja gut, wir hätten auch nochmal das Tutorial spielen können oder so, aber das hatten wir ja schon durch. Das war eigentlich ganz interessant so heute. Na, siehst du, das macht doch Spaß. Das musst du noch häufig machen. Was macht er schon, okay? So. Also irgendwie haben wir jetzt ziemlich viel Verantwortung abgegeben, ne? Also das läuft ja so eigentlich von alleine. Ist ja auch nicht so schlecht. Oh Gott, wieso bist du denn so rot? Mach Feierabend.
Oh Gott, wieso habe ich die so lange? Nee, die ist zu lange hier am Schalter, ne? Wartet mal, wir schauen mal ganz kurz nochmal bei den Mitarbeitern. Ich habe das Gefühl, die Zeiten verändern sich aber auch immer wieder. Total ungewollt. So, wartet mal. Also, Rezeptionistin. Von 8 bis 16 Uhr. Ist eigentlich okay. So, und du bist von 14 bis 22. Ist auch okay. Was kostet denn eine Schulung? Autsch. So, dann haben wir Tierpfleger Nummer 1. Der kommt von 14 bis 22 Uhr. Den hier entlassen, ja. So, wartet mal. Wir haben jetzt unseren Super-Tierpfleger, der ist Level 2. Der ist jetzt von 8 bis 16 Uhr. Und du bist von 16, 15. Okay, mal gucken. Nein, so. Anzeigen. Was haben wir denn für Anzeigen? Stellenangebot. Nö. Mittel. Tägliche Kosten bearbeiten. Ach, das geht auch? Hä? Ach so, was es kostet. Ah. Jetzt muss ich mal gucken. So, die ist noch einen Tag da. Hat sie jetzt Feierabend gemacht? Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Mitarbeiter kann nicht arbeiten, weil da keine Arbeitsplatzposition zugewiesen wurde. Ach so. Moment, Entschuldigung. Ups. So. Jetzt. Genau, du kommst jetzt. Wie spät ist denn das hier? 17 Uhr. Okay, irgendwie kommst du ein bisschen zu spät, aber du gehst jetzt an die Rezeption. Wow. Schreckt mich nicht so. Autsches. Hallo, Shelly. Na, Foxy ist besser jetzt? Ja. Und ihr, Süßen? Sind die süß? Ist es niedlich. Ich habe das Gefühl, für mich ist gar nichts mehr wirklich was zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wie es weitergeht mit dem... Können wir uns hier erweitern? Oder sollen wir lieber einen anderen Modus spielen? Und ja, ich komme ja schon. Ich weiß nicht, also irgendwie... Ach, du bist ja auch noch da. Du süßes Hund. Oi, Katze, was ist denn los? Ja, das kann ja nicht wahr sein. Katzenspielzeug brauchen wir. Spielzeug. So. Dann spielen wir mal ein bisschen. So, das Spiel verlässt sich auf die Reflexe. Die Katze muss den Stock mit den Federn jagen, während du dafür sorgst, dass sie ihn nicht fängt. Du kannst die Federn nur nehmen, während die Katze auf sie springt. Wenn du es zu früh tust, ist die Katze verwirrt. Wenn du den Stock dreimal zu früh versteckst, langweilt sich die Katze und das Spiel ist zu Ende.
Okay. Na komm. Kommt nicht. Schimpfst du denn? Ist so dunkel hier drinne. Jetzt spielen wir aber die anderen mal ein bisschen. Oh, hat sie gekriegt. Die schneller. Sehr gut. Ah, streicheln geht wirklich nur über den Kopf, ne? Ach ja, ja. Sieht man jetzt so schlecht? Nein. Ah. Ja, komm, dann gehen wir nochmal raus, Beispielen. Ne, wir konnten uns ja am Anfang so ein Gebäude aussuchen. Ja, ich muss mal noch mal gucken. Müssen wir noch mal schauen. Aber vielleicht doch mal einen anderen Modus noch nehmen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ist das einfach nur so zum Spielen oder gibt es hier noch Aufgaben? Das ist gar nicht so wie im Tutorial, ne? Mit der Aufgabe und so. Ich guck nochmal. Wir schauen nochmal. So, das hast du gut gemacht. Ja, komm mal mit. Wo ist mein Rezeptionist? So, der macht Pause, okay. So, meine Lieben, was machen wir jetzt? So, irgendwie läuft das ja eigentlich soweit ganz gut, ne? Also, man muss sich doch schon trotzdem ein bisschen kümmern, ne? Automatische Speicherung oder stellt. Das ist schön. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Oder wenn ihr noch nicht einer meiner Abonnenten seid, dann könnt ihr noch werden, indem ihr den Abo
Button drückt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ui, mal mit dem Arm ein bisschen spielen, weil der langweilt sich gerade. Jetzt kann ich es einfach. Kennt jemand noch den Super Ball von Sat.1? Den sie da mal gespielt hatten, den Superball mit, Superball, mehr Deutsch bitte. Auf Sat.1 war das, wo ein Moderator dem anderen dann das, die Augenklappe hatte und da musste ein Zuschauer anrufen und dann sagen links, rechts und so. Ah, das war mal cool. Und da hat man auch was Cooles gewonnen. So, wir schauen mal ganz kurz rein, ihr Lieben. Wir gehen mal ganz kurz zurück zum Hauptmenü. Ist ja gespeichert. Aber mich würde das jetzt mal ganz kurz interessieren. Und neues Spiel. Wartet mal, wir gucken mal. Also Tutorial. Herausforderungsmodus. Ja, den habe ich doch gewählt. Genau, hier gibt es verschiedene. Ich habe den kleinen hier genommen. Hm. Freies Spiel. Ah, hier können wir bauen. Beispiel, Beispiel, Beispiel. Okay. Nee, wartet mal. Ja, doch. Wir haben den Herausforderungsmodus genommen. Aber so viel Herausforderung ist ja jetzt gerade gar nicht. Also ich kriege ja hier auch gar keine Aufgaben. Haben wir Aufgaben? Im Tutorial hatten wir immer wieder Aufgaben, dann... Und das lädt und lädt und lädt und das lädt und lädt und lädt. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen 1. Mai, meine Lieben. Meiner war auf jeden Fall schön. Schönes langes Wochenende gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr denn Schönes gemacht? Also ich hoffe, ihr habt alle in den 1. Mai getanzt. Oder so ähnlich. Achso, jetzt ist es wieder morgens. Ah nee, ich habe den Tag noch gar nicht... Doch, ist es jetzt morgens? Haben wir die Nacht durchgezockt? Hä? Ich verstehe die Uhrzeit hier nicht so ganz. So, wartet mal. Aufgaben. Ach doch, wir haben ja Aufgaben, Mensch. Spiele mit den Haustieren. Verbleibende Tage. Ach ja doch, das ist doch mit Aufgaben. Also, erlangte Reputationssterne. Okay, wow. Geben Haustiere in guten Zustand ab. Okay. Und spiele mit Haustierchen. Okay, hier sehen wir das Wetter. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen so richtig, ne? Ich habe da so gar nicht drauf geachtet. Foto in meinen Dokumenten gespeichert. Okay. Bauen können wir auch noch. Also wir können, glaube ich, trotzdem ein bisschen was machen. Haustierchen. Wir haben viele Haustierchen. Oh, Foxy wird bald abgeholt. Sehr schön. Es ist eben halt... Achso, man kann auch noch vorspulen. Nee, das ist die Musik. Entschuldigung. Was? Was? So, Ausrüstung. Achso, da sehen wir, was wir alles haben. Okay, gut. Wir können auch den Tag beenden. Mir fehlt mal gerade so eine Info. Wir sind Tag 5. Okay. So, meine Herren. Wir sind jetzt hier schon wieder, glaube ich, irgendwie too much. Wisst ihr was? Wir werden mal den Tag nochmal beenden. Yep. Müssen wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Also Tag 6. Also wir müssen die Aufgaben noch abschließen, die da sind. Okay. Habe ich gar nicht wirklich drauf geachtet. Das ist typisch Sarah, ne? Wie immer. So, dann gehen wir nochmal rein.
Ich überziehe schon wieder. So, jetzt ist es genau 8 Uhr morgens. Okay, jetzt kommen wir ins Timing. Genau, ihr beide kommt 8 Uhr morgens. Wieso kommen beide 8 Uhr morgens? Das habe ich doch gar nicht eingestellt. Oh, seht ihr, da geht es schon wieder los, ne? Das ist doch falsch. Ich habe doch einen rausgeschmissen. Ich habe doch einen entlassen. Und der kommt 8 Uhr. Der kommt 8 bis 16. Das ist doch falsch. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, ja, la, la, la. Entlassen, ja. Tschüss. So, wartet. Und der hier kommt von 14 bis 22. Mal 15. Entschuldigung, ich habe vergessen. So, sie ist jetzt von. Hä? Was läuft denn hier gerade schief? Und er ist von. Okay. Der Kunde ist gekommen, um sein Tier abzuholen. Ach, okay, Moment. Also das mit dem. Was will sie denn abholen? Daphne. Ich mach das. Weg. Ich hole Daphne. Daphne. Nee, das ist Kane. Wer ist denn Daphne? Ach so, die gibt den ab, oder was? Ach da. Entschuldigung. Hi. Oh, du bist ja mal ein anderes Fischchen. Sehr schön. Das ist mit der Rezeptionistin, dass sie hier die Tiere verwaltet und einträgt und sowas. Das ist natürlich eine Wahnsinnserleichterung. Oakley muss Krallen schneiden. Hatte ich doch gemacht. Wartet mal, hatte das. Das hatte doch gespeichert, das Spiel. Oh je. Mitkommen, aber ganz schnell. Was hat denn jetzt? Komm. Oh, meine Lieben. So, wir machen dann Schluss für heute, für die Folge. Oh, gut, jetzt muss ich nochmal gucken. Okay, dann müssen wir die Aufgaben auf jeden Fall machen. Das ist ganz wichtig. Ich strukturiere das nochmal um mit den Mitarbeitern. Das ist ja. Ach so, kommt schon jemand anders. Okay, wow. Du gräbst gerade meinen Graben um. Stimmt, das hat gar nicht gespeichert. Oh nein. Ah, ist egal. Machen wir nochmal ein bisschen. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Sehe ich gerade, weil wir haben die Krallen ja noch gar nicht bei ihm geschnitten, obwohl wir das schon gemacht hatten. Aber das stand doch, Spiel ist gespeichert. Okay. Funktioniert noch nicht so wie soll. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Bye-bye.